und herzlich willkommen zu Kunst mit Simi. Ich bin Simi und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um den Künstler Gustav Klimt. Nein, nicht Gustav Klitzert, sondern Gustav Klimt. Und wenn ihr hier vorne das Frontbild anguckt, dann seht ihr, dass Glitzern eigentlich auch ganz gut zu ihm gepasst hätte. In vielen seiner Bilder spielt nämlich das Thema Gold eine ganz zentrale Rolle. Gustav Klimt wurde 1862, also vor 160 Jahren, geboren, und zwar in einem Vorort der bekannten Stadt Wien. Wien kennt ihr vielleicht, Wien ist die Hauptstadt von Österreich. Und Gustavs Vater war Ziseleur, das ist ein Goldgraveur. Und sein Sohn Gustav hat auch ganz schön viel über die Verarbeitung von Gold von ihm gelernt. Eigentlich sollte Gustav auch Ziseleur werden. Aber dann kam ein Stipendium dazwischen. Gustav wurde angenommen an der Kunstgewerbeschule und lernte dort einiges über Farben und über Formen. Nachdem er diese Schule beendet hatte, hat er mit seinem Bruder ganz viele Auftragsarbeiten gemacht. Also könnt ihr euch so vorstellen, zum Beispiel ein Theater braucht ein neues Bühnenbild, dann hat er da ein Bühnenbild gemalt nach dem Auftrag des Theaters. Oder eine Stadt brauchte eine Neugestaltung von einer Wand in einem großen Saal. Also hat man auch Gustav Klimt beauftragt, er soll einen Entwurf machen und dann wurde der Entwurf besprochen und genauso sollte dann auch die Umsetzung sein. Ja, dabei hatten natürlich die Auftraggeber immer auch eine große Rolle. Die bezahlten den Klimt zum einen. Zum anderen war es auch so, dass er hatte nicht wirklich eine Freiheit, selbst zu gestalten und zu überlegen, wie er selbst dieses Gemälde, dieses Bild an der Wand machen wollte. Es gab dann einen Fall, dass er tatsächlich einmal sogar einen Auftrag abgebrochen hat, das Geld zurückgegeben hat und gesagt hat, ich möchte nicht mehr, ich möchte jetzt auch mal so malen, wie es mein Stil ist und wie ich es will. Und er gründete die Wiener Sezession. Sezession kommt von lateinisch Abspaltung. Das war eine Künstlergruppe, die sich von den ganz normalen Künstlern abgespaltet hat und gesagt hat, diese traditionelle Lehre, was wir Künstler sind und wie wir zu arbeiten haben, das möchten wir nicht mehr machen. Wir möchten jetzt malen, wie wir wollen. Wasser aus. Und natürlich wurde das erstmal mit großen Augen angeguckt und man dachte, was wollen die jetzt? Klimt gilt als Begründer des Jugendstils. Auch das Bürgertum wollte jetzt schöne Sachen haben. Schöne Glaskaraffen, schöne Bilder an der Wand, schöne Bestecke, schöne Bücher in der Hand halten. Und so hat man natürlich alles ein bisschen schöner gemacht, als es vorher war. So florale, organische Linien, die sich so geschwungen über das Bild verteilen, waren total in. Mit solche geschwungenen, organischen Formen hat Gustav auch in seinen Bildern verwendet. Er hat sehr viel mit Ornamenten gearbeitet und die Natur als Vorbild genutzt. Da seht ihr im Hintergrund ganz viele geschwungene Kreisel und Kringel und es wurden auch florale, also Blumenelemente mit eingearbeitet. Das ist das Bildnis der Adele Bloch. Und ihr seht hier eine Dame, die Adele. Und die Adele, die trug jetzt nicht ein enges Kleid, was vorher als sehr, sehr in war, mit Mieder, wo man fest reingeschnürt wurde am Bauch und vielen Rüschen oder vielleicht sogar noch eine Halskrause, sondern die ist gekleidet in einem fließenden Kleid. Der Jugendstil ist auch eine Befreiungsform gewesen von diesen engen Kleiderordnungen. Und
auf dem Kleid, da entdeckt ihr verschiedene Formen. Und wenn die Formen sich wiederholen in einer Reihe, dann spricht man von Ornamenten. Und da gibt es zum Beispiel Vierecke oder Dreiecke. Er hat auch Kreise verwendet. Ihr seht auch dieses ägyptische Auge. Linien, die sich nebeneinander setzen und wiederholen. Halbkreise, die sich wiederholen. Verwendet hat er dabei Blattgold. Und so ein Bild wollen wir heute auch machen. Ihr braucht heute einen Stift, die Farben wie immer, einen dünnen Pinsel, ein Blatt Papier. Wenn ihr findet, kleine Edelsteine oder ihr könnt auch mini kleine Kieselsteine noch bunt bemalen, um das Bild noch zu verzieren. Alufolie, klappt auch immer gut. Mit Glitzer dürft ihr natürlich auch arbeiten. Ihr seid recht frei in der Gestaltung. Ich habe jetzt hier die Adele Bloch liegen, aber wir müssen ja jetzt nicht Adele Bloch abmalen. Das wäre zu langweilig. Ihr könnt einfach euch selbst malen. Dann macht ihr ein Osterei, stehend oder liegend. Malt euch ein Hals dazu und eure schönen Haare. Natürlich einen Mund, eine Nase, die Augen, Eisschale mit Deckel, Punkt drin, Wimpern, Augenbrauen. So, jetzt habt ihr schon fast, ne? Vielleicht sieht man ja auch noch ein Ohr. Also mal gucken. So könnt ihr es machen. Ihr könnt auch eine Zeitschrift nehmen. Vielleicht eure Lieblingszeitschrift, wo eure Lieblingsstars drin sind. Ich mache jetzt mal die hier. Und dann könnt ihr euch einen Kopf von jemandem, den ihr toll findet, ausschneiden. Und natürlich könnt ihr das auch ganz anders machen. Ihr könnt ein Bild von euch selbst nehmen, wenn ihr eins habt. Das könnt ihr am Drucker ausdrucken. Sagt er so ein paar Zentimeter groß, sollte schon sein. Und dann könnt ihr das Bild von euch selbst aufkleben. Und dann klebt ihr das einfach hier auf. Ne? Und dann geht's ans Kleid. Und ich habe euch erzählt, dass weiche und fließende Stoffe jetzt ganz wichtig waren. Das heißt, ihr macht euch die Schultern. Achtung, die Schulter sollte so ein bisschen breiter sein als der Kopf. Ne? Also nicht gleich hier runter. Guckt mal bei mir, wenn ihr meinen Kopf anguckt, die Schultern sind breiter als der Kopf. Also macht nicht den Fehler, Hals und dann hier so die Schultern. Das sieht dann auch ein bisschen wie nach verhungert. Und dann könnt ihr mit geschwungenen Linien einfach nach unten rutschen. Das könnt ihr, das weiß ich. Als nächstes nehmt ihr wieder den Stift und ihr macht ganz viel gleichmäßig, der darf nichts vergessen werden von eurem Stift hier dran. So viel ihr könnt. Ja? Das war ja hier. Wer Lust hat, darf natürlich sich auch noch eine Hand machen. Könnt ihr später auch was in die Hand geben. Das hier auch mal noch schön arbeiten. Auch eine zweite Hand ist möglich. Alles gut. Und dann kommt eigentlich ein ganz einfacher Trick. So, ihr nehmt das Blattgold und ihr legt es direkt auf die beklebte Stelle auf und drückt ein kleines bisschen mit dem Finger nach. Mein Blattgold ist jetzt nicht ganz so groß. Ihr könnt natürlich den unteren Teil auch zum Beispiel mit Alufolie ganz toll machen. Oder ihr nehmt ein Stückchen ab und setzt hier unten noch was auf. Denn es klebt ja nur dort, wo auch euer Kleber ist. Versteht ihr? So. Und ruckzuck hat sie ein richtig großes Gewand an. Als nächstes könnt ihr natürlich auch in den Hintergrund noch Linien machen. Oder Kreise. Vollmond und alles, was hier nicht klebt, einfach rüberziehen.
So, jetzt kommen eure Farben ins Spiel und ihr könnt überlegen, was für Farben ihr mögt. Ich entscheide mich jetzt heute mal für ein schönes Rot. Ihr könnt aber auch Gelb oder Blau nehmen. Und ich mache ein bisschen Weiß dazu. Ich mag es einfach. Manche mögen auch nur Rot. Ich weiß auch nicht, wie viel Weiß ihr zu Hause habt. Ihr könnt auch nur Rot aus dem Wasserfarbkasten nehmen. Ihr könnt es auch mit Wasser aufmischen. Das geht immer. Und ihr könnt dann den Hintergrund erstmal gestalten. Denkt dran, nicht alles verrühren, sondern immer nur löffeln. Und ein bisschen malen. Löffeln und ein bisschen malen, das reicht. Dann habt ihr eine schöne Grundierung. Und ihr dürft, wenn ihr Lust habt, natürlich auch noch eine zweite von den Grundfarben dazu machen. Zum Beispiel Blau. Blau harmoniert ja ganz gut mit Rot. Es gibt zusammen einen schönen Ton, nämlich Lila. Den Rand nicht vergessen, kennt ihr schon. Und bei den feinen Stellen einfach mal gucken, wie ihr mit einem dünnen Pinsel dazwischen kommt. Lasst euch Zeit, es drängt euch ja keiner. Und das Ganze lasst ihr ein bisschen trocknen, ja, dass die Farbe sich nicht mehr aufmischt. Dann nehmt ihr einen Strohhalm und ihr könnt dann mit dem Strohhalm beginnen, zum Beispiel indem ihr in Blau tupft, kleine Ornamente aufzudrucken. Diese Ornamente, da müsst ihr gucken, dass ihr immer in die Farbe taucht, sonst wird es nichts. Das sind wiederholende Formen. Das heißt, man hüpft jetzt nicht nur irgendwo rum und macht ein paar Punkte und denkt sich, juhu, das macht Spaß, sondern ihr versucht, diese Form immer nebeneinander zu setzen und durchzuhalten. Eine ganze Linie, bis es tatsächlich nicht mehr weitergeht. Seht ihr das? Und dann habt ihr hier euer erstes Ornament gesetzt. Sieht ja eigentlich ganz einfach. Ihr könnt mit einer neuen Farbe das an einer anderen Stelle dann auch machen. Und dann geht es hier weiter. Ihr müsst immer eintauchen, nicht fester drücken, das nützt nichts. Dann kommen die nächsten. Und natürlich könnt ihr auch etwas umranden, wie zum Beispiel den Kreis, den ihr gemacht habt. Das geht. Das geht übrigens auch mit Weiß. Und immer weiter. Und dann könnt ihr auch mal gucken, ob ihr hier noch was machen möchtet oder. Könnt ihr den Deckel abnehmen von eurer Klebe. So ein bisschen größere Kreise. Das geht auch. Bitte guckt, dass er immer einmal eintaucht, einmal stempelt, einmal eintaucht, einmal stempelt. Na? Dann habt ihr einen schönen satten Farbauftrag. Wieder Ornamente. So, und das könnt ihr auch da drüben noch ein bisschen machen. Was links ist, kann man auch rechts machen. Was unten ist, kann man auch oben machen. Also wechselt es ruhig ein bisschen ab. Und ihr könnt natürlich auch auf dem Blattgold selbst drucken. Na, guckt mal, wie schön das Kleid gleich aussieht. Die Adele Bloch, die versank ja praktisch fast mit dem Hintergrund. Das heißt, in einem Meer aus Ornamenten ist sie mit ihrer Linie fast wie verschwunden. Und ihr könnt natürlich die Kreise auch überlappen lassen, aber dann bitte mehrfach, ja? Ich weiß nicht, ob vielleicht euer Bruder, eure Schwester noch so kleine Bauklötze hat. Ich nehme die, weil die haben wir aussortiert. Ich kann auch einen Flaschendeckel nehmen und den mal andersrum verwenden oder auch den Klebedeckel. Ihr könnt natürlich auch richtige große Punkte machen. Natürlich könnt ihr das auch mit viereckigen Formen machen. Dann guckt ihr mal. Wichtig ist immer, dass ihr diese Formen wirklich nebeneinander setzt. Ihr müsst in Ruhe drücken. Nicht denken, Stempel, 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 sondern immer Stempel um Stempel. Mindestens viermal nebeneinander drucken. Das ist nicht so einfach. Ne? Ihr könnt die natürlich selbst auch ein bisschen noch bunt malen. Eigentlich eine ganz coole Idee. Dann nehmt ihr einen Pinsel und dann könnt ihr da die noch so ein bisschen mehr einbetten.
arbeitet mit ein bisschen Wasser, dass es nur so ein ganz dünner Farbauftrag wird, also falls ihr möchtet. Und dann könnt ihr hier ein bisschen Farbe dazu machen. Nehmt dafür viel Weiß, ne, dass es besonders künstlerisch aussieht. Dann sieht es nicht mehr so hingeklebt aus, sondern sieht fast so aus, als hättet ihr es wirklich selbst reingemalt. Versteht ihr, was ich meine? Die Augen und die Nase lasst ihr bitte weg. Aber ihr könnt gerne so ein bisschen gucken, ob ihr den Hals oder irgendwas mit aufnehmen möchtet. Das Ganze lasst ihr jetzt trocknen. Das ist wichtig. Dann nehmt ihr die dritte Grundfarbe dazu. Und jetzt könnt ihr in die Ornamente nochmal kleine Ornamente mit einarbeiten. Wenn die Farbe noch sehr feucht ist, könnt ihr auch ritzen. Nochmal kleine Elemente reinmalen. Und ihr könnt mit dem Pinsel natürlich auch kleine Spiralen versuchen zu malen über das Gedruckte. Ihr könnt auch Kreise in Kreise machen. Oder ihr könnt auch X in ein Viereck machen. Das alles geht. Noch ein Gürtel, ist auch mal schön. Könnt ihr auch mal Linien so nebeneinander machen. Hat er auch gern gemacht. Oder einzelne so überteilen. Das könnt ihr, wenn es euch mit dem Pinsel zu schwierig ist, auch mit einem Stift machen, dass ihr einzelne Linien noch mit einem Buntstift einzeichnet. Da habt ihr vielleicht noch mal bessere Kontrolle als mit dem Pinsel. Und die Linien können ein bisschen dünner werden. Seht ihr, wenn die Farbe noch nass ist, es gibt ganz tolle Effekte. Linie neben Linie. So. Toll. Und wer möchte, der kann natürlich auch mit Schwarz ganz am Schluss noch arbeiten. Bitte verwendet das Schwarz erst, wenn ihr sagt, sieht schon ziemlich gut aus. Damit dämpft ihr ein kleines bisschen diese Farbintensität. Ne? Schwarz verstärkt auch die Farbe nochmal, aber gleichzeitig bringt es ein bisschen mehr Ruhe rein. Ich mache euch das mal noch vor. Einfach so kleine Kreise. Ihr könnt die natürlich auch nochmal stempeln. Das geht auch. Guckt auch ganz genau, wo es für euch sich gut anfühlt und was vor allen Dingen für euch sich gut anfühlt. Alles, wo ihr sagt, nee, das steht dem nicht, dem Bild, das lasst ihr dann einfach weg. Ich mache es jetzt mit Schwarz. Ihr müsst es nicht mit Schwarz machen. Also behaltet euch da mal so eure eigene Regie vor, wie ihr das machen möchtet. Aber achtet auch bei Schwarz, dass sich die Sachen wiederholen. Jetzt nicht nur eins umranden und dann ist wieder Schluss, sondern bom, 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 alle umranden. Und auch hier nicht nur einen Punkt mitten reinmachen, sondern bom, 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 alle einen Punkt rein. Und nicht nur hier einmal umranden, sondern alle Vierecke umranden. Das ist wichtig. Und ihr könnt auch kleine Punkte machen. Das ist auch schön mit der Pinselspitze. Das wiederholt sich auch immer. Das sind Ornamente. Das ist immer was, hat was mit Wiederholung zu tun. Und mit ein bisschen Takt. Chong, chong. Und chong, 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 chong. Ihr könnt auch was abteilen, ne? Oder ich könnte nochmal einen extra Punkt reinsetzen. Und dann wird das nach und nach immer kleiner, diese Ornamentik. Also immer kleiner, von groß nach klein und immer kleiner. Und ihr könnt auch, wenn jetzt was ganz dunkel ist, schon auf eure Kopie, könnt ihr auch da ein bisschen noch mit Schwarz modellieren. Macht nicht zu viel, die Augen und den Mund nicht nachzeichnen, das lasst ihr direkt so vom Foto. Ja? Und dann mache ich hier noch ein bisschen
Schwarz. Und wir können natürlich auch Augen aus Kreisen machen. Ne? Das sieht auch schön aus. Check. 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 Und wir können kleine Kreise nochmal umranden. Ne? Dann leuchten die noch ein bisschen mehr. Das alles erst ganz am Schluss. Und ganz wichtig bei der Arbeit mit Schwarz ist, Augen auf. Jetzt geht es nicht drum, einfach nur, jetzt kommt ein bisschen Kontrolle ins Spiel. Bremst euch ab, wenn ihr selbst sagt, jetzt reicht es. Jetzt ist genug. Ja? Das Schwarz kann sein, das muss aber nicht sein. Das Schwarz ist schön. Aber zu viel Schwarz macht euer Bild dann auch wieder sehr, sehr dunkel. Und ich stoppe mich jetzt. Ich sage Feierabend. Ist genug. Heute habe ich noch was mitgebracht. Hex, Hex. Und zwar eine Schatztruhe. Und hier sehe ich in der Schatztruhe ein paar Edelsteine. Die kleinen Edelsteine, die halten sogar auf der nassen Farbe. Könnt ihr einfach so mit ankleben. Oder ihr nehmt einen Bastelkleber und überlegt, ach, wo möchte ich es denn nochmal funkeln lassen? Wo gefällt es mir besonders gut, wenn es leuchtet? Und dann drückt ihr einfach diese in die noch nasse Farbe rein und überlegt, was euch gefällt. Und natürlich könnt ihr auch noch so mit so Glitzer arbeiten aus der Tube und darüber malen oder mit Goldstiften noch drüber malen oder Alufolie auch verwenden. So, und damit bin ich am Ende angekommen, unsere kleine Reise in die Welt von Gustav Klimt. Und ich hoffe, dass ihr mir eure Bilder zuschickt. Unter www.simonesonntag.de habe ich jetzt ganz neu einen Upload-Button. Das heißt, ihr müsst nur auf die Seite gehen und dann könnt ihr auf Upload drücken und die Mama kann euer Bild reinladen. Ich freue mich auf eure zahlreichen Zuschriften, denn ich möchte eine große Online-Abschlussausstellung machen von all den Bildern, die in den nächsten Monaten entstehen werden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, bitte lasst mir einen Daumen hoch hier. Bitte teilt dieses Video, denn dafür mache ich die Videos. Und abonniert vielleicht meinen Kanal, dann seid ihr als Erste informiert und wisst, wann es weitergeht. In den nächsten Wochen kommen noch zahlreiche Videos zu unterschiedlichsten Themen und ich freue mich sehr, euch wiederzusehen. Ich wünsche euch alles Liebe, macht's gut, bis bald, eure Simi. Tschüss!